Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, ja, liebe Freunde, es ist soweit. Das Szenario Claire B. steht an. Wir erleben dieses ganze Spiel jetzt noch einmal, allerdings ja, ein bisschen anders. Zum einen gibt es andere Storylines und zum anderen mit Claire auch noch mal ganz andere Waffen und noch mal ganz andere Gegner. Da habe ich jetzt schon Schiss vor. Aber gut, Freunde, wir erleben jetzt dieses ganze Spiel noch einmal aus einer völlig anderen Perspektive. Allerdings, bevor wir anfangen, würde ich ganz gerne doch hier die Taste, den Auto-Aim anmachen. So. Dann haben wir das doch. Und dann würde ich mal sagen, jo, Freunde, wir knüpfen direkt an Leon A an. Und wir müssten ja jetzt hier dieses Cleon B-Szenario haben. Spiel laden. Genau, Freunde, da haben wir es, ne? Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge haben wir ja Leon abgeschlossen. Wir sind mit dem Zug aus Umbrellas Frostnotabor entkommen. Und wir haben es hier dann abgespeichert. Und genau diesen Speicherstand, Freunde, müssen wir jetzt laden. Und dann geht es auch schon in ein neues Abenteuer. Dann würde ich mal sagen, jo, genießt es, Freunde. In the midst of the T-Virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly G-Virus. However, Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance, Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Ganz genau, Freunde, aber der hat gerade erzählt, dass Ada überlebt hat. Interessant. Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. Hey,
on. I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Still in one piece. I'll meet you there. Okay. Ja, Freunde, ganz genau. Wir sind wieder am gleichen Ort und Stelle, beziehungsweise näher an einem anderen diesmal sogar. Mit Claire Redfield. Genau, und werde ich das jetzt ein bisschen besser machen. Und zwar, genau, wir sind hier in der Stadt. Wir müssen allerdings diese Zombies hier nicht machen. Schaut mal, wir sind Claire Redfield. Wir haben eine 13-Schusswaffe, haben ein Messer. Und ein wichtiger Unterschied, wir haben einen Dietrich. Genau, war mit Leon... komme ich jetzt nicht mehr hier runter? Wo wir mit Leon das Feuerzeug hatten, hat Claire einen Dietrich. Ganz genau, das heißt, sie kann kleine Schlösser damit aufmachen. Alles klar, dann versuche ich doch jetzt aber auch mal... ich weiß nicht, ob das klappt hier mit dem keine Items aufsammeln. Aber, also keine Items verbrauchen, das ist ja möglich, ne? Ganz genau, wir müssen jetzt nämlich von einer ganz anderen Seite in das Polizeirevier rein. Aber wir sind schon da. Da seht ihr es, ne? Wo Leon echt eine lange Passage hatte. Oh Gott, das sind zwei Zombies. Leon hat am Anfang ja eine ganz lange Passage gehabt, um ins Polizeirevier zu kommen. Das ist mit Claire nicht so. Die ist quasi schon jetzt hier an den Vorderresten des Polizeireviers angekommen. Und schaut mal, Kabinenschlüssel. Ja, wie gesagt, sie hat da einen deutlich einfacheren Weg, finde ich. Ach du Scheiße. Geh mal raus. So, hier ist der Parkplatz im Hintergrund. Eingang zum Parkplatz, die Sperre ist unten. Der Parkplatz, wo wir bei Leon Ada getroffen haben. Ganz genau, Freunde. Und hi, Kollege. Du machst nichts, ne? Du stüppelst da einfach nur rum, alles klar. Schmeiß bitte den Schlüssel weg, Claire. Und genau, jetzt sind wir quasi in dem Bereich, wo bei Leon diese Zombies aus der Tür auf einmal rauskamen. Nämlich hier, Freunde. Und wir sind tatsächlich schon im Bereich des Polizeireviers. Ja, es ist tatsächlich viel kürzer bei Claire. Und schaut mal da, was... Wartet mal. Soll ich das mal versuchen? Wartet mal. Was? Wo denn? Ach krass. Okay, die wollten uns einfach nur erschrecken. Ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kaputt. Ganz genau, Freunde, nichts Besonderes. Und was ich euch noch erzählen wollte, scheint nicht oft benutzt worden zu sein. In der Endcutscene in der letzten Folge bei Leon habt ihr auch noch ein kleines Mädchen gesehen, ne? Das war bei Claire im Zug. Das wird jetzt auch interessant. Aber wartet mal. Ich versuche das jetzt einfach mal, oder... Ah, nee, das geht gar nicht. Ah, das geht hier gar nicht. Oh, scheiße.
Das geht ja gar nicht mit den Items, weil wir kommen ja auf der anderen Seite raus, ja klar. Weil ihr hattet mir erzählt, dass da vorne irgendein Zombie war noch. Den man, wenn man den platt macht, kriegt man irgendwie einen Spezialschlüssel oder so, aber dafür muss man keine Items aufsammeln. Aber ich denke mal, da Claire ja auf der anderen Seite rauskommt, ist das jetzt egal und wir können Items aufnehmen. Ne? Und genau, dann würde ich sagen, jo, gucken wir uns da einfach mal weiter hier um. Wir kommen jetzt, wie gesagt, an einer ganz anderen Stelle raus. So. Einfach mal hier Zombieslalom spielen. Zombieslalom! Na komm. Hol das. Wow. Okay, weil hier muss ich nämlich auch nie wieder hin. Tatsächlich. So. Okay. Seht ihr das? Ich glaube, euch kommt die Stelle bekannt vor, ne? Oh, eine Cutscene. Ja, ist klar. Als ob der mit einem Maschinengewehr keine zwei Zombies killen kann. Der Kollege. Aber, schaut mal, eine coole Cutscene. Und jetzt wissen wir auch, was hier mit dem Hubschrauber passiert ist. Jawohl. Ja. Der Typ hier, der hat den Piloten abgeknallt. Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Genau, Freunde, ihr seht, ist schon anders mit Claire. Und es wird auf jeden Fall nochmal ein ganz neues Erlebnis hier. Und, ach, da wollte ich doch noch gar nicht rein. Hey, 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 jetzt gehen wir nochmal raus. Da, geh nochmal raus. Da wollte ich doch noch gar nicht rein hier. Raus hier, los. Und genau, jetzt sind wir nämlich direkt an dem Hubschrauber. Und können uns hier nochmal ein bisschen umgucken. So. Eins kann ich euch auch sagen, die Items werden hier auch an einer anderen Stelle sein, also die Story-Items. Weil ihr seht, ne, hier bräuchte man schon diesen Ventilgriff. Zu hoher Druck kann zum Platzen des Wassertanks führen. Ein paar Sachen werden sich natürlich wiederholen, ne, ist klar. Die wir mit Leon gemacht haben, die müssen wir auch mit Claire machen. Aber es ist ganz sehr viel auch anders. Ne? Nicht, dass ihr denkt, es wird jetzt nochmal das Gleiche. Nee, nee. Das wird es nicht. So, wir haben auf jeden Fall hier unser erstes Kraut. Schon mal gut. Na, das heißt, wir sind jetzt hier in einem völlig anderen Bereich des Reviers. Schaut mal. Wir kommen nämlich vom zweiten Stock an. Ja, okay. Und diese Geräusche hier, die gefallen mir irgendwie gar nicht. Oh Gott, hier waren noch die Krähen, oder? Da sind sie. Hahaha, hallo Vögelchen. Lasst ihr mich in Ruhe? Lasst ihr mich in Ruhe? Er ist zu Tode gepickt worden. Ja, Claire. Nimm die Money. 30 Stück. Und dann lauf los. Oh Gottes Willen. Sie haben das Schloss geöffnet. Ja, aber da möchte ich noch gar nicht runter, weil ich möchte noch nicht runter. So, ich möchte erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Alles klar. Was? Licker. Oh, was? Was? Oh Gott. Was zur Hölle? Ja, da ist ein Licker, Freunde. Habt ihr den, vielleicht habt ihr den gerade noch so gesehen. Aber ich habe die Geräusche gehört und das... Nee, das muss nicht sein. Hallo? Gerade ins Polizeirevier reingekommen und schon kommt Licker an. Also, da merkt man das schon, ne? Das zieht an. Alles klar. Dann gehen wir doch runter, verdammt nochmal. Okay, dann gehen wir doch runter. Ach, der Bereich. Stimmt, ja. Richtig, das heißt, wir haben hier die Kräuter jede Menge.
Die drei werde ich auch gleich direkt zu einer Vollheilung hochmachen. Genau, das sind nämlich noch zwei. Und ja, genau, wie gesagt, wir haben ja noch keine Waffe gegen die Licker. Ne, also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber es gibt ja zum Glück noch einen anderen Weg, ne? So. Vier grüne Kräuter, wir sind voll, aber das macht nichts. Ich werde mir eine Vollheilung machen. So, weil wir haben ja danach noch ein grünes für den gelben Zustand. Beziehungsweise fürs, um es mit dem roten zu mischen. Genau. Dann würde ich sagen, jo, machen wir das doch einfach mal. Ach du Heilige. Da sind sehr viele Zombies. Okay. Wir haben aber 58 Schuss, also von daher. So, Claire. Triffst du die da? Ich weiß es nicht. Okay. Ah, schaut mal, wo wir jetzt sind. Das Herz. Ach ja, wir müssen wieder alle Schlüssel sammeln, Freunde. Ach, das wird jetzt wieder so cool hier. In dem Revier. So, schaut mal, wo wir jetzt wieder sind. Schaut mal, wir sind wieder hier in diesem Büro. Und guckt mal, da ist der Ventilgriff. So, Claire, baller die Zombies ab hier. Da. Dann hast du ja auch genug Zeit jetzt, um nachzuladen. So, genau. Ein Magazin ist weg. Verballer einfach deine Mutti, Claire. Oh Mann. Du kannst liegen bleiben. Sehr gut. Meine Güte. Zwei Magazine hier verballert. Da ist noch einer, ne? Und hier vorne, die sind die alle kaputt? Ja. Oh, schau mal, Claire. Die sieht richtig cool aus, Claire hier. Naja. Ich finde das auch so cool, wie ihr Zopf immer wackelt, wenn sie rennt. Richtig cool. Okay, der hier lebt noch. Der steht nochmal auf tatsächlich, ne? Oder was? Was macht der denn? Komm, mach ihn kaputt. Der versucht sich unter einem Schreibtisch zu verstecken. Nee, danke. So, Freunde, Herr Schoppe, der Ventilgriff ist jetzt hier vorne. Der Ventilgriff, genau. Das heißt, wir können wieder zurück zu dem Hubschrauber da. Aber erstmal würde ich ganz gerne nochmal dieses Büro hier erforschen. Ach du Heilige. Da waren hier schon wieder vier Zombies zur Begrüßung, ey. Okay. Aber da sehe ich doch was, was mir sehr gefällt. Munition. So, ich hoffe, dass wir bald mal an eine Kiste kommen. Da ist nämlich noch was. Noch ein grünes Kraut. Nee, das lasse ich erstmal. Hier ist noch eins. Oder was? Ja, noch eins. Nee. Ich brauch eine Kiste auf jeden Fall. Ach Gott. Aber von der ersten Mal möchte ich nochmal zurück nach oben. Zu dem Hubschrauber. Genau. Oder? Soll ich jetzt erstmal zu dem Hubschrauber gehen? Dann wieder an den Krähen vorbei? Wartet mal. Ja, das Ganze ist ein bisschen verwirrender bei Claire tatsächlich. Weil wir da... Oh, was ist denn das da? Die Tür geht ja doch auf. Naja, gut. Weil wir da halt zwei Stockwerke am Anfang haben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesem Hubschrauber. Ich möchte da direkt mal dieses Feuer löschen. Weil es kann sein, dass wir das brauchen. Alles klar, Claire. Dann gehen wir hoch. Ja, Freunde, ihr merkt schon. Ach nein. Achso, doch. Ihr merkt schon, ne? Ist ein bisschen schwieriger mit Claire. Da muss man sich auch die Orientierung ein bisschen behalten. Ich habe gerade auch nein gesagt, weil ich dachte, da wäre ich nicht reingegangen. Aber da bin ich nur nicht reingegangen wegen diesem Licker, der da rumgelaufen ist. Das sollte mir sagen, von wegen, ja, Dead End und so. Deshalb, ja. Genau, deshalb habe ich da die Konfrontation vermieden. Aber wir sind jetzt wieder hier bei dem brennenden Hubschrauber. Das heißt, wir können hier den Ventilgriff wieder einsetzen. Wunderbar, Freunde. Ah, das ist gut.
Dreh das Ding, Claire. Ich meine, es hätte eigentlich auch Leon gemacht, aber... Na, da wir ja Erster sind scheinbar, ne? Weil Leon sich noch durch die Stadt kämpfen muss, machen wir das schon mal. So, alles klar. Das Ventilgriff kriegen wir wieder, ne? Ja, klar. Gut, wir haben das Feuer gelöscht. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Schaut mal. Säurepatronen. Kennen wir das nicht irgendwo her? Ja. Resident Evil 1 mit Jill, ne? Da hatten wir auch Säurepatronen. Aber die war für eine ganz andere Waffe. Oh, was kommt jetzt? Noch eine Cutscene. Oh, ja, Freunde. Darf ich vorstellen, Mr. X? Oh Gott, ja. Ja, vor diesem Typen möglichst immer wegrennen. Oh Gott, was zur... Ha, der Weg ist versperrt. Wegen des ganzen Mülls bekomme ich das nicht auf. Hört ihr diese Schritte? Das ist er. Das ist Mr. X. Das sind Spezialsoldaten von Umbrella. Und mit dem sollte ich am besten keinen Kampf wagen. Um Gottes Willen. Weil schaut euch den an. Der ist übel, Freunde. Der Typ ist echt heftig. Ja, Mr. X. Claire, lauf bitte raus. Keinen Kampf anfangen mit denen. Das bringt nichts. Alter Schwede. Jetzt haben wir hier in dem Polizeirevier schon Licker rumlaufen, Mr. X rumlaufen. Oh mein Gott. Und dann noch die ganz normalen Zombies in einer gewissen Masse. Eieieiei, also da vor den Typen habe ich echt Respekt. Also, Hut ab, Umbrella. Dass die da nochmal eine Spezialeinheit hier zu uns schicken, um uns aufzuhalten, ey. Aber auch nur im B-Szenario, Freunde. Nur im B-Szenario. Im A-Szenario gibt es diese Typen nicht. So, das ist alles... das ist alles nur Deko hier, okay. So, wir sind wieder im ruhigen Büro. Nur das Brummen des Deckenventilators. Und das Passcode-Ausgabegerät. Ja, ich weiß, ihr habt gesagt, das sieht aus wie ein Fax, aber nein, es ist für mich ein Passcode-Ausgabegerät, verdammt nochmal. Und schaut mal. Wir kriegen nur noch zwei Farbbänder. Bei Leon haben wir drei gekriegt am Anfang. So, dann haben wir ja noch diesen Safe hier. Ziffernblock. Haben wir nicht. Ich glaube, der Code ist 2236. Wartet mal, bei Leon hatten wir den Code 2236. Probieren wir das doch einfach mal. Tatsache. 2236, derselbe Code. Und schaut mal, wir haben Säurepatronen. Dann macht das ja auch Sinn, dass Leon das nicht gefunden hat, wenn Claire es als erstes findet. Ja, ihr seht, ne, das ist logisch miteinander verknüpft mit Leon. Ah, richtig interessant. Jetzt haben wir auch hier die Karte. Aber die Karte kennen wir ja schon. Ne? Schaut euch das an, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, wir sind ja gerade erst angekommen hier. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, weiter im Text. Hier gibt's nichts mehr für uns. Raus hier. Und ich glaube, jetzt wird's nämlich krass, weil... Sehr viele Zombies. Oh, sehr viele Zombies. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja, ja, ist gut. Oh. Genau. Aber wir machen das Ganze in Ruhe, Claire.
Wir machen das ganz in Ruhe. So. Einfach nacheinander abballern die den Typen. So. Baller weiter drauf hier. So. Ach du Heilige. Boah, das sind so viele Zombies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Sechs Stück. So. Du bleibst schön liegen. Ach, verdammt. So. Die haben aber alle das gleiche an irgendwie, ne? Die haben alle das gleiche an. Lad mal nach. Da, okay. Die haben alle die gleichen Anziehsachen. Das finde ich ja auch interessant. Puh, wieder 6 Zombies hier vors Gesicht bekommen. Aber... da ist noch ein Kraut. Ja, klar, die sind schon übel, ja. Wie sie zucken. Aber die haben uns nicht einmal getroffen und wir haben fast keine Muni mehr. Scheiße, wir haben fast keine Muni mehr. Verdammt nochmal. Ja gut, aber wir haben die Zombies gekillt. Mit das Wichtigste, was wir hier mit der Muni machen können. Zombies killen. Von daher... ja, können wir jetzt mal hier das Kraut noch mitnehmen, da wir ja keine Muni mehr haben. Oh Mann. So, Claire, dann nehmen wir das Kraut mit. Haben wir hier noch ein... wir haben noch eins. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mir mal... oder nee, das ist ineffizient. Nein, nein. Da muss ich leider doch nochmal hier zurück. Es tut mir leid, Freunde. Da muss ich irgendwann nochmal hier zurück. Das grüne Kraut mitnehmen. Weil, wie gesagt, es gibt hier noch keine Kiste. Aber wartet mal, hier vorne ist doch eine Kiste, oder? Schloss geöffnet. War da nicht der Kistenraum? Nee, da ist die Haupthalle. Ja, aber auf der anderen Seite ist eine Kiste. Aber wenn das logisch aufgebaut ist, dann... dann ist die Tür gesperrt. Genau. Schaut mal, wir sind wieder in der geilen Haupthalle. Ist das nicht toll? Es geht wieder von vorne los. Allerdings mit Claire, Freunde. Lohnt sich das, da rauszugehen? Ah, ich glaube nicht. Nee, nee, ich glaube nicht, weil dieser Zombie da unten, der wird nicht da sein. So, nee, nee, der Zombie hier ist nicht da. Aber hier sind doch... nee, ist kein grünes Kraut, okay. Nee, hier unten, Freunde, das meinte ich nämlich. Da wäre dann... bei Leon wäre hier ein Zombie, den wir töten könnten, aber bei Claire nicht. Von daher haben wir hier draußen nichts verloren. Wir müssen wieder rein in die Sicherheit. Die Zombies da, die lasse ich jetzt einfach mal Zombies sein, oder? Ja, die lasse ich einfach mal Zombies sein jetzt. Ja, ist gut. Alles klar, Claire, geh wieder rein. So. Leon müsste in der Zwischenzeit eigentlich auch angekommen sein. Wow, geile Szene. Okay. Geiles Bild, meine ich. So, dann gucken wir uns doch mal hier um. Was haben wir denn hier? Ein alter Brunnen, da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Ja, kennen wir doch. Genau, wir müssen auch hier wieder natürlich die verschiedenen Story-Items finden, ganz klar. Aber ja. Ach du Scheiße. Was liegt denn da auf dem Tisch? Und Granatenwerfer, Freunde. Ach du Heilige. Ja gut, und noch ein Farbband. Sehr schön, haben wir mal mitgenommen. Und diesmal werde ich es mal versuchen, tatsächlich ohne zu speichern und nur mit Save Stats zu arbeiten. So, da haben wir hier diesen Computer, ne? Da, womit Leon quasi wir die Türen aufgemacht haben und eine Schlüsselkarte gebraucht haben. Verschließe Flurtüre. Türe aufschließen mit der Schließkarte. Genau, die haben wir natürlich noch nicht.
Der Granatenwerfer. Liegt der einfach so hier auf dem Tisch rum? Kommen wir denn hier irgendwo rein? Die ist verschlossen. Wartet mal, die ist verschlossen, also ist Leon definitiv schon da. Weil die nicht elektronisch verschlossen ist. Die ist elektronisch verschlossen. Das heißt im Prinzip... Nee, da hinten geht's noch weiter, okay. Ich brauche eine Kiste, das gibt's ja wohl nicht. Warum geben die uns keine Kiste hier? Das ist so gemein vom Spiel. Da müssen wir tatsächlich jetzt erstmal Items liegen lassen. Weil wir voll sind. Drüben am Empfang gibt es ein Büro. Oder wartet mal, soll ich mir... Kommt, ich mache mir nochmal eine Dreiermischung hier. So, weil dann können wir nämlich auch die beiden Kräuter endlich mitnehmen. Verdammte Kacke, echt. Dann haben wir als Items nur noch diesen Granatenwerfer zu holen. Und nochmal hier in das Büro, yay. Abgesehen von den 10.000 Zombies, die hier drinnen waren, ist es hier ja echt ruhig. Na, ist ja echt cool. So, verbind das bitte. Zwei Vollheilungen, das ist echt schon nicht schlecht, Freunde. Und zum Glück haben wir hier vorne eben keine Heilung gebraucht. Zum Glück. Ach, oder wartet mal, soll ich mir erst den Granatwerfer holen? Ja, ja. Nimm dir den Granatwerfer mit, Claire. Weil ich glaube, früher oder später müssen wir da oben zu dem Licker. Und bei dem braucht man definitiv einen Granatenwerfer. Die ist sogar ein bisschen besser als die Schrotflinte, die wir mit Leon hatten. Weil Granatwerfer ist immer besser als eine Schrotflinte. Schau euch das an. 6 Schuss auch noch drin. Wunderbar, das heißt, wir haben 18 Schuss von der Granatenpistole. Das ist schon echt nicht schlecht. 18 Schuss von der Granatpistole, 2 Vollheilungen. Kann uns ja im Prinzip eigentlich nichts mehr passieren. Aber gut. Kümmern wir uns nochmal um diesen Bereich da. Wie viel Schuss haben wir noch? 6 Schuss. Das reicht natürlich genau für einen Zombie, ne? So. Nichts Verdächtiges. Das grüne Kraut, das kann ich leider nicht mitnehmen. Vorerst nicht. So, was haben wir hier? Da steht... 28.09. Nachtschicht George Scott. Okay. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay, einfach mal nichts. Da drin sieht nichts sehr nützlich aus. Okay, Claire. Seht ihr, ich finde das so geil, wie ihr Haar so wackelt im Wind. Ich finde das cool gemacht. Ja, okay. Das Spiel will uns also noch ein bisschen weiter quälen. Oh Gott, hier habe ich irgendwie... Hier habe ich irgendwie Schiss in diesem Bereich. Oh Gott. Nicht, dass hier Mr. X durch die Wand gepfeffert kommt, ey. Ich kann mich da an was erinnern, aber ich glaube... Noch nicht. Verschlossen. Ist ein Karo eingraviert. Okay. Okay. Heißt rot. Ja. Gut. Verschlossen. Kreuz. Nichts Besonderes. Was? Du sagst nichts zu dem schönen Bild? Naja, gut. Okay. Das rote Kraut können wir dann mit dem grünen Kraut da draußen mischen, aber wie gesagt, wir haben ja keine Kiste hier. Das ist ja der Kack. Wir haben ja keine Kiste. Und hier sind noch mehr... Soll ich den machen? Kriegen wir hier was? Ach ja, das ist der Licker, der dann in die Glasscheibe gesprungen ist, ne? Ah ja, wir müssen ihn machen. Okay, Claire, dann. Dann. Oh, der braucht aber auch 3 Schuss.
Habt ihr mal den Granatenwerfer gesehen, Freunde? Der braucht aber auch 3 Schuss, das Ding. Ob das so viel besser ist, weiß ich jetzt nicht. Und ich kann keine Munition mitnehmen. Was zur Hölle, ey, echt. Ich brauche doch mal diese blöde Kiste hier. Hier ist sonst gar nichts. Jetzt. Auf dem Regal ist nichts Besonderes zu sehen. Guck mal, da drüben, da ist so ein Stein. Ja. Verdammt interessant, ne? Aber da kommt man erstmal leider nicht hin. Ja, es ist, ich bin voll. Ich bin leider echt voll, Freunde. Das alles für die Munition? Ich weiß ja nicht. Gut, dann müssen wir tatsächlich jetzt da hoch, ne? Dann müssen wir da hoch. Oh Gott. An dem Licker vorbei. Ja, gut, okay. Ich hoffe, dass wir da bald eine Kiste kriegen. Und ich hoffe nicht, dass hier irgendwas passiert. Nee, zum Glück nicht. Oh Gott sei Dank, ey. An dem Licker und an Mr. X vorbei. Ach du Kacke. Ja, gut. Dann müssen wir leider hier später nochmal hin. Also beziehungsweise jetzt gleich, sobald ich diese Kiste gefunden habe. Ich habe euch ja gesagt, dass das heute eine längere Folge wird, weil ja die letzte Leon-Folge so kurz war. Nur 12,5 Minuten. Von daher, ja, passt das schon, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier eine 40-Minuten-Folge machen, das passt doch so am Ende. Zumindest bis wir zur ersten Kiste kommen. Weil ich mache hier nach Schluss mit der Aufnahmesession. Und da hätte ich das doch ganz gerne, dass wir dann alle Items mal einmal sortieren können. Hey, das ist ja wohl nicht wahr. Warum geben die uns keine Kiste? Okay, Mr. X. Er ist weg? Ja, ich bin ja froh. Ach, zum Glück ist er weg. Mr. X ist weg, Freunde. Boah, Gott sei Dank. Aber jetzt geht's weiter. Licker. Wie jetzt? Wir haben doch hier einen Licker gesehen beim letzten Mal. Was zur... Der ist jetzt auch weg. Ja, Gott sei Dank, da haben wir ja alles richtig gemacht, ne? Haben wir ja alles richtig gemacht beim letzten Mal. Die Türe ist kaputt, ich komme nicht weiter. Ich habe keine andere Wahl, als die ganze Wand einzureißen. Meine Güte, Claire, beruhig dich mal. Was? Okay. Okay. Da war ein Frauenschrei. Erinnert mich ein bisschen an Parasite Eve 2. Ja, das ist verstörend. Was ist das jetzt hier für ein... Okay, was ist das jetzt für ein Raum? Kann ich hier irgendwas machen oder mitnehmen? Genau, da ist er. Da hat eine Frau gebrüllt. Auf dem Regal ist nichts Nützliches. Ah, schaut mal. Schaut mal, diese Dinger. Ein Frauenrelief. Da ist ein etwa faustgroßes Loch zu sehen. Ja, das kennen wir doch von Leon, ne? Mit den beiden Edelsteinen. Eine Steinstatue in voller Rüstung. Am Sockel steht Tyrannus der Tapfere. Er wacht mit 2 Lichtern. Hier das gleiche dann auch nochmal. Und was haben wir hier? Ah, die Schließkarte. Ach, Claire, kannst du nicht dieses Messer wegschmeißen? Verdammte Hacke, ey. Ich muss mir langsam echt merken, wo diese ganzen Items sind. Das ist eigentlich wirklich echt geknackt, muss ich sagen. Aber gut. Ja, der Frau können wir gerade leider nicht helfen. Da ist alles, ja, zu. Und ist die überhaupt eingezeichnet, die Tür? Die Tür ist gar nicht eingezeichnet, ne? Schau dich das mal an. Verdammt interessant. Und da ist auch noch ein zusätzlicher Bereich. Den hatten wir mit Leon gar nicht, ne? Guckt euch das mal an.
Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist hier drin unsere Kiste. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Tatsächlich, Freunde. Es ist unsere Kiste. Unsere lang ersehnte Kiste hier. Da ist noch mehr Muni. Ah, Gott sei Dank. Ein Seeschriftenständer. Nichts der Bücher sieht hilfreich aus. Gott sei Dank. Eine Kiste. Alles klar. Wunderbar. Dann erstmal das Messer weg. Der Ventilgriff weg. Die Heilung weg. Die Heilung auch weg, weil wir kriegen eine neue. Farbbänder raus. Gott sei Dank. Endlich, Freunde. Endlich haben wir unsere Kiste. Das ist ja wohl nicht wahr. So, die Muni mitnehmen, aber schleunigst hier. 30 Schuss. 30 Schuss. Nicht schlecht. 30 Schuss gekriegt. Aber ich liebe diese Musik, Freunde. Ich liebe diese Musik. So, was haben wir hier? Das Tagebuch der Sekretärin. Ah. Ja, ich werde das nochmal vorlesen, tatsächlich. Jo. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen im Obergeschoss bewegt, als ich mich dagegen gelehnt habe. Als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statuen bloß nie wieder anzurühren. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. Ja, das ist die Geschichte vom letzten Mal auch. Der ist ein bisschen merkwürdig, der Polizeichef. 7. April. Ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist. Wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. 10. Mai. Es hat mich nicht überrascht, als der Chef heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die gehängt wird. Boah. Mich schauderte bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Mich schauderte es. Ja, genau. Ich verstehe nicht, wie man so etwas als Kunst betrachten kann. Ja, ich auch nicht, liebe Sekretärin. Ich auch nicht. So, das heißt, wir können hier nochmal zurück. Tatsächlich. Ja, wird jetzt ein bisschen länger als 40, aber ist egal, kommt. Ist egal. Können jetzt hier tatsächlich nochmal zurück. Und nochmal an dieser ekelhaften Stelle da vorbei. Ach, wartet mal. Ach, scheiße. Wenn ich am Anfang an dem Blicker vorbeigelaufen wäre, hätte ich meine Kiste gekriegt. Oh, Mann. Ja, gut, egal. Das ist jetzt natürlich ein Mega-Fail gewesen, aber woher soll ich das denn wissen? Woher sollte ich das denn wissen? Na gut, okay. Holen wir uns noch die Kräuter und die Muni. Da draußen war das, ne? Nicht hier, sondern weiter. Und laufen da hoch und dann haben wir die erste Folge von Claire schon mal geschafft hier. Das ist echt nicht schlecht. So, wunderbar. Wo war das jetzt? Das war hier, genau. Hier einfach weiter durch, bis ans Ende. Und wehe, es kommt jetzt irgendwo was rausgesprungen. Dann mache ich den PC aus, echt. Ich habe schon mit Mr. X und den Lickern zu tun hier, direkt am Anfang. Ja gut, bei Leon gab es ja auch einen Licker. Aber nur einen. Nicht überall. So, die ist zu. Das war ja hier, genau. Hier ist die Tür. Richtig, da hole ich mir noch kurz die Muni ab. Und dann noch das rote Kraut und das grüne Kraut. So, hier war ja nur die Muni noch. Sonst war hier ja nichts mehr. Und genau.
Dann... Genau, das Rote mitnehmen. Nicht übersehen hier. So. Und da können wir eigentlich auch in der nächsten Folge direkt schon wieder weitermachen. Kommt hier echt nichts? Nee, kommt echt nichts. Okay, gut. Ich erwarte immer, dass da was passiert, aber... Okay. Alles klar, dann haben wir jetzt gleich noch das eine Kraut hier. Hier vorne das? Ganz genau. So, nimm das mit, liebe Claire. Dann können wir die noch zusammenmischen. Und dann haben wir noch eine Vollheilung. Perfekt. Grün-Rot. Und dann können wir im Prinzip schon nach oben gehen. Oder was? Oder wie? Ach ja, wieder außenrum. Wieder außenrum, ja klar. Ach, und die Schließkarte. Wartet mal, wo war denn... die Schließkarte. Wo war denn die Schließkarte? Ja, das ist das, wenn man keine Kiste hat, ne? Ich muss noch gucken, wo die Schließkarte ist, verdammt. Die muss ich noch mitnehmen. War die nicht da hinten drin? Seht ihr das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen, Freunde. Die Schließkarte, verdammt. War das nicht hier? Das war ja gar nicht nur die Muni dann. Ne, das war ja dann die Schließkarte. Was sollte das eigentlich gewesen sein? Genau, hier vorne, oder? Nee, hä? Nichts Hilfreiches? Wo ist denn die Schließkarte? War das nicht hier? Bin ich jetzt total beknackt? Hä? Wartet mal. Hä? Wo war denn jetzt diese verdammte Schließkarte? War die doch da oben? Die war doch da oben. Okay, alles klar. Das heißt, ich bin nur umsonst hier hingelaufen. Sorry. Habe ich nicht gewusst. Tatsächlich. Also wie gesagt, Claire B. ist mir auch nicht so geläufig, muss ich sagen. Also Leon A. war mir noch ein bisschen bekannt, aber Claire B. jetzt ist nochmal komplett neu für mich. Deswegen sorry, wenn ich hier an der einen oder anderen Stelle ja, einen falschen Weg laufe. Es ist halt verwirrend. Teilweise. Weil da war halt der Umstand, dass wir unsere Kiste nicht hatten am Anfang. Das war richtig blöd. Aber gut. So. Meine Güte, schon fast 50 Minuten. Ja, sagen wir es mal so. Wie gesagt, die Folge beim letzten Mal war kurz. Und halt die erste Folge. Ne? Das ist immer... Die erste Folge sollte auch immer ein bisschen länger sein. So. Da muss ich nämlich mich auch gleich direkt fertig machen und pennen gehen, weil ich muss morgen wieder zur Arbeit. Ah ja, so hat man immer seinen Zeitplan am Wochenende. Ich nehme es wieder am Sonntag auf im Übrigen. Aber ja. Wehe, hier kommt jetzt was raus. Nee, Gott sei Dank. So, dann sind wir schon fast da. Okay. Ja, die Schließkarte, die war hier vorne. Ich hoffe es doch. So, Freunde, da sind wir wieder. War das hier? Ja, genau, da vorne. Ach Gott, ja. Da ist sie doch, blaue Karte. Mensch, nochmal. Oh! Alter! Oh! Alter! Drecksvieh! Dreckslicker! Mann! Dummes Ding, ey! Echt! Boah! Oh Gottes Willen! Boah, mein Herz! Um Gottes Willen! Nie was passiert, ne? Gott, da war mal so ein Drecksding da rausgesprungen, ey. Ich fass es nicht.
Nichts als ein Ingemälde, das zum Schutz in ein Tuch gewickelt ist. Du Drecksding. Vernachlässigt und völlig eingestaubt. Diese Drecksticker, ey. Diese Schreckeffekte. Ich hasse das. Die lassen mich immer 5 Jahre altern, ey. Oh Gott. Wie gut, dass wir am Folgenende angekommen sind. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen... Wartet mal. Können wir hier vielleicht ein Item sparen? Schaut mal, wir können tatsächlich Items sparen. Die Säurepatronen haben wir jetzt in die Waffe gepackt und der eine Schuss von der normalen Munition, von der Brandmuni, von der normalen Explosivmuni, Granaten, genau, kann jetzt raus, genau. Ja, perfekt, Freunde, dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier top gerüstet für die nächste Folge. Und ja, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese XXL-Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Wartet mal, was habe ich jetzt gemacht? Ach Gott, ich bin total verballert wegen dem Schreckeffekt. So, die normale Waffe. Bitte. Ausrüsten. Ja, wie gesagt, Freunde, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.